Also, heute wollte ich eigentlich mal zeigen, was so ist, wenn man zu einem Casting geht, was die bei einem Casting von einem wollen. Oder wie das so aussehen kann, wenn man mal eine kleine Szene nachspielen soll, eine Rolle. Falls einen das interessiert, muss ja auch mal erzählt werden, war, wie sowas abläuft. Okay, eine Szene wird nachgestellt, zwei Personen spielen da meistens mit. Maike und Verkäufer haben wir diesmal jetzt in der Rolle. Ich spiele das mal, ja? Achtung, geht los. Hallo, ein One-Way-Ticket nach Berlin, bitte. Den nächsten freien Platz haben wir morgen um Abend um 19:30 Uhr. Im Ernst? Schauen Sie mich an, ich bin fix und fertig. Ich muss hier weg und zwar heute. Tut mir leid. Da werde ich Ihnen nicht weiterhelfen können. Ich muss immer überlegen, wo ich hingucke, wa? Ja. Tut mir leid, werde ich nicht weiterhelfen können. Jetzt verzweifelt ich, Maike, verzweifelter. Das darf doch nicht wahr sein. Ich kann nicht noch einen Tag länger in dieser Bettenburg bleiben. Es ist laut, es stinkt, das Essen ist ungenießbar. Hören Sie, ich war jetzt hier an jedem Counter in dieser Halle. Was ist so schwer daran, für mich einen geeigneten Sitzplatz zu finden? Es ist Hochsaison. Kann ich sonst noch was für Sie tun? Aber es muss doch eine Möglichkeit geben, von diesem Inselhorror wegzukommen. Soll ich mir einen Floß bauen? Der nächste, bitte. Okay, okay, ich nehme den Flug morgen Abend. Ein Platz? Ja. Das macht dann bitte 450 Euro plus 55 Euro Flughafensteuer. Er hatte nicht vor, das ganze Flugzeug zu chartern? Oh, jetzt sagt wieder der Verkäufer. Was ist mit dem Verkäufer? Ist er jetzt auch emotional erregt? Warten Sie noch mal. Wollen Sie nun oder, also da steht jetzt nichts, aber ich gehe von aus, er ist auch angekackt gerade ein bisschen. Wollen Sie nun oder? Jetzt fällt ihm laut ins Wort. Verdammt, sind das Wucherpreise. So, jetzt der Verkäufer. Na, dann versuchen Sie es doch mit Ihrem Floß. Bricht in Tränen aus. Hab keine, kann nicht heulen auf. Sie müssen ja nicht gleich persönlich werden, ja? Ich bin am Ende. Sie glauben gar nicht, was ich die ganzen Tage durchmachen musste. Ich will einfach nur hier weg. Als hätte ich das verwechselt. Also eigentlich heißt es, Sie müssen ja nicht gleich persönlich werden. Ich will hier einfach nur weg. Sie glauben gar nicht, was ich die ganzen Tage erlebt habe. Ich bin am Ende. So, jetzt habt ihr mitgekriegt. Ich hatte das vertauscht mit Ende und so. Und mit weg. So, und dann, also bitte. Jetzt muss ich ein inständig, steht da, inständig wahrscheinlich anflehen. Das sagt mir, bitte. Bitte gucken Sie doch nochmal, ob, achso, nee, gucken Sie nochmal ganz genau, ob es nicht doch irgendeine bezahlbare Möglichkeit für mich gibt. Oh, damit ich endlich nach Hause kann. So, letzte Zeile merkt man noch nicht, gut geübt. Also, ich probiere nochmal. Also bitte, gucken Sie doch noch einmal nach, ob Sie nicht eine bezahlbare Möglichkeit für mich finden, damit ich nach Hause kann. Ende. Und davor war natürlich, Sie müssen ja nicht gleich persönlich werden. Ich will ja einfach nur hier weg. Sie glauben gar nicht, was ich die ganzen Tage erlebt habe. Ich bin am Ende. Und dann inständig, also bitte. So, okay, verstanden. Also, das war so mit der Emotion, die man in so ein Casting reinbringen muss. Also heulen werde ich da auch nicht, aber traurig sein, dass ich nicht nach Hause kann. So, verstanden, das war's. Viel Spaß beim Proben. Sayonara.